Ja, moin moin aus der holsteinischen Schweiz. Mein Name ist Henning Schuch, ich bin 29 Jahre alt, bin Anbauberater für alle Ackerkulturen und auch Futterbau. Ich habe an der Universität in Kiel studiert, habe dort meinen Master gemacht, Fachgebiet Grünland und Futterbau und habe mich dort auch im weiteren Werdegang als wissenschaftlicher Mitarbeiter sehr ausführlich mit der Kultur Mais auseinandergesetzt. Also die Bodenverhältnisse sind relativ heterogen hier. Wir haben teilweise einfach Sand, über lehmigen Sand ist Lehm eben. Das Wasserverhaltevermögen ist relativ gering. Dann haben wir noch eine Besonderheit hier gerade, dass wir inmitten von Seenlandschaften uns befinden. Und dadurch haben wir ganz viele Mikroklimate, die aneinandergereiht sind. Mais ist eine sehr faszinierende Pflanze, weil wir säen ihn im Mai aus. Und dann wächst er quasi 6 Monate lang. Und dann wird er schon geerntet als Ganzpflanze, hier vornehmlich im Silomaisbereich, und schafft dann einen Biomasseaufbau, der seinesgleichen sucht. Gerade auf so einem Standort schafft es ein Mais, deutlich über 40 Tonnen bzw. an die 50 Tonnen zu ernten. Meistens haben wir das Problem, dass wir marginale Magnesiumstandorte haben. Und was man einfach nicht ausblenden darf, ist bei so einem Mais, er hat einen Bedarf und dementsprechende Entzüge. Wenn ich die nicht bedienen kann, dann kann ich die Leistung natürlich nicht erhalten, die dieser Pflanze zusteht. Wie sollen wir daran gehen? Meine Empfehlung ist eben ganz klar die Unterfußdüngung im Magnesiumbereich. Da wir in schlecht versorgten Böden, die weitestgehend, wenn man Maisanbau betreibt, mit Rindergüllen oder Biogassubstraten gefahren werden, da haben wir grundsätzlich das Problem, dass wir eine hohe Kalilast, eine moderate Phosphorlast und eine ganz geringe Magnesiumlast einfach auch in diesen Kultursubstraten haben. Und das müssen wir irgendwie ausgleichen. Und deswegen klar die Empfehlung, Unterfuß als Band hochkonzentriert ablegen. Und wir haben den Vorteil mit dem Produkt Kieserit natürlich noch, dass wir den Schwefel mit drin haben, den wir auch noch gleich mit abdecken. Wir setzen natürlich nicht nur das Kieserit als Solo-Dünger ein. Das Innovative, wenn ich ein DAP mit einem Kieserit mische, ist halt dieser Struvit-Effekt, der dabei entsteht. Das ist, wenn quasi DAP mit Esser-Kieserit zusammenlegt. Und durch diese Struvit-Bildung habe ich eine höhere Phosphorlösung und einen Schutz der Phosphoralterung. Wenn ich mir nämlich auch noch Magnesium natürlich ernährungsphysiologisch anschaue, ich habe stabilere Erträge. Mein Kolben ist von unten bis oben gleichmäßig sauber gut bekörnt. Und das ist einfach ein Mehrwert, den ich erzeugen kann mit einer gut abgestimmten Unterfußdüngung. Wenig Spindel, viel Korn. Das ist eben auch was Entscheidendes für die Verdaulichkeit. Der Korn-TS ist ja deutlich höher. Sehen wir auch, dass wir hier teilweise richtig schön weiße Stärke oben im Kopf des Maises haben, dass sie nachher diese Einbuchtung hier, diese Zähnchen kriegt. Sieht aus quasi wie so ein kleiner Backenzahn. Wir wollen viel Masse haben, sprich einen hohen Kolbenanteil, aber auch die Restpflanze soll nicht zu kurz kommen. Und was ein entscheidender Faktor einfach ist, ist Stärke sowie Restpflanzenverdaulichkeit. Wenn ich jetzt natürlich eine schlecht versorgte Pflanze habe, die geht schneller in die Knie. Sprich, ich habe nachher auch mehr Totblatt und alles, was nicht grün ist, eigentlich hat eine schlechtere Verdaulichkeit. Die Erntekette sieht dann meistens so aus, der Mais wird gehäckselt. Mit den Häckselwagen wird das zu einer Hofstelle gefahren, dort auf einem Silo verteilt und verdichtet, damit ich den Sauerstoffausstoß habe und der Haufen nachher gären kann. Nach der Vergärung habe ich eine stabile Silage. Wenn man das richtige System hat, dann geht er erst durch die Kuh durch. Die Exkremente der Kuh über die Gülle können dann wieder in eine Biogasanlage gehen und können dort vergoren werden. Und dadurch habe ich quasi sogar im Maisbereich bei Teilanlagen eine doppelte Effizienz, weil ich erst den Mais als Ernährungsgrundlage für die Rinder nehmen kann und dann als sekundären Rohstoff für eine Biogasanlage und dann noch Strom und Wärme erzeugen kann. Und das Schöne ist an unserem landwirtschaftlichen Beruf, wir sind aktive Gestalter. Wir sind Gestalter nicht nur von Landschaften, wir gestalten auch unsere Nahrungsgrundlage mit gesunden Lebensmitteln und, was man auch nicht unterschätzen darf, mit der sicheren Versorgung vor allen Dingen. Damit kriegen wir auch einen Mehrwert für die gesamte Gesellschaft natürlich hin.